Es ist Löwenzahnzeit im Hohen Westerwald und wir sind mit unseren drei Hunden mit Mountainbikes auf dem Weg von der Krombach-Talsperre zur Burgruine Greifenstein, von wo aus man ins Dilltal hinunterblickt. Wohlgemut losradeln und unsere Hunde heftig ziehen, ahnen wir nicht, dass wir später am Nachmittag Mühe haben werden, wieder zurückzukommen. Uns ist zwar klar, dass die Strecke etwas weit werden wird für unsere Hunde, aber unklar ist die Beschaffenheit des Weges. Und das wird sich noch rächen. Doch zunächst sind wir alle sechs gut drauf. Silence in my room, Lucy, where we'll stay until the sunshine, another day. The single coldest light will be your man. Tears are running on my Wir radeln heute ca. 12 Kilometer über einen Höhenzug, ohne besondere Steigungen, allerdings immer wieder mit Teerbelägen oder Schotterlaufbahn. Das kann für die Hunde doof werden. Allerdings, die Temperaturen liegen bei gerade mal 15 Grad und das ist nicht zu warm. Trotzdem freuen sich unsere Hunde, wenn sie Gelegenheit haben, sich ordentlich abzukühlen, wie hier in einer kleinen Talsperre unterhalb der Krombach-Talsperre. Drei Aussies sind nicht nur Lauf- und Hütehunde, sondern sie lieben auch das Wasser. Und das passt wunderbar zusammen, denn wir lieben das Wasser ebenfalls. Thank you.
Lotte. Ein bisschen schwierig wird es immer, wenn ich hinten bleibe, stoppe, um zu filmen. Denn meine liebe Luzi kann es überhaupt nicht leiden, hinten zu sein, und sie jault und quengelt und schreit und rennt und zieht, bis sie wieder dran ist an der Meute. Dann ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen und Harmonie. Die Hunde finden ihren eigenen Rhythmus und wir treiben sie in der Regel auch nicht an. Ob sie traben oder galoppieren, das entscheiden unsere Hunde selbst. Als wir auf unserer heutigen schönen Wald- und Wiesentour über den Hohen Westerwald auf diesen Schotterweg stoßen, kommen mir schon etwas die Bedenken. Wie sollen das die Pfoten unserer Hunde aushalten? Im gesamten Hohen Westerwald findet zurzeit eine reichhaltige Holzernte statt. Und damit das Holz abgefahren werden kann, müssen die Wege neu befestigt werden, neu geschottert werden. Und das ist dann nicht mehr gerade hundefreundlich, das muss ich zugeben. Und in Zukunft werden wir bei solchen Touren immer Schutzschuhe, Booties im Rucksack haben für alle Fälle. Am Rande des Westerwaldes mit Blick ins Dilltal legen wir in einer schönen Berghütte eine Pause ein und unsere Hunde können sich erholen, ehe es wieder auf den Rückweg geht. Und als wir denken, wir sind schon durch mit unseren Hunden durch diese gefährlichen Schotterfelder, da passiert's. Unsere Hündin Spaghetti fängt an zu humpeln und eine Untersuchung ergibt, dass sie sich den linken Vorderlauf aufgeschnitten hat. Wir müssen improvisieren. Mit einem Strumpf, einem Halstuch und einem Brillenband bastelt Astrid einen brauchbaren Schutzschuh, mit dem Spaghetti allein auf allen vier Beinen zurück ins Lager kommt.